Hallöchen und willkommen zurück zum dritten Teil des Suited Gameplay zu Need for Speed Heat. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe mir gedacht, wir könnten bei einer Sache weitermachen heute, und zwar ein bisschen die Story weiter zu erkunden und zu ergründen. So, und hier gibt es ein Sammelobjekt wieder, und zwar eine Lackierung, die man überall in der Spielwelt findet. Davon gibt es ziemlich viele, glaube ich. Und da muss man nicht viel machen. Man fährt dran vorbei, kann es dann mit R1 einsammeln und dann gehört es einem. Und in der Nähe des Palm City Raceway gibt es wohl 8 und 3 davon habe ich. Das sieht auch cool aus hier. Hier kann man bestimmt ein sehr schönes Bild machen vor diesem Logo hier. So, drauf gepfiffen. Wir wollen ja die nächste Story-Mission haben. Die sind halt entscheidend, um logischerweise diesen Story-Inhalt voranzutreiben. Und wenn man einfach nur Geld sammeln oder Reputation sammeln möchte, dann kann man einfach die willkürlichen Rennen machen, die es da in der Spielwelt gibt. Oh, oh, die Polizei. Der Herr Wachtmeister. Ja, und man kann auch viel darüber sagen, dass es hier gefühlt immer nass ist. Wobei, es stimmt ja nicht, es gab ja auch schon Momente, wo es mal nicht regnet oder geregnet hat, aber es regnet nicht die ganze Zeit und es ist auch nicht immer nass, aber es sieht halt auch ganz cool aus, ne? Und jetzt können wir hier noch ein Objekt mitnehmen. Das freut mich. Das ist nämlich so. Die Leute denken bei Palm City immer nur an Downtown und den Strand, aber das ist bei weitem nicht alles. Geh auch mal vom Gas. Was ich im Internet gelesen habe, mehrfach, ist die Kritik, dass das Spiel so leer wirkt. Also rein von der Glaubwürdigkeit und Authentizität fehlen hier einfach Menschen in der Spielwelt, denn gefühlt sind alle Leute, die in dieser Stadt leben, in ihren Autos unterwegs. Keiner geht zu Fuß. Also, das ist so eine Kritik, die ich im Internet aufgeschnappt habe. Es ist was Wahres dran, denn warum kann man nicht mal Menschen in die Spielwelt integrieren? Aber andererseits ist das halt eine so unwichtige Sache eigentlich. Am Ende hat man davon ja spielerisch keinen Mehrwert. Also, von daher habe ich drüber hinweggesehen. Wenn's, also, für mich macht das keinen Nachteil jetzt. So, und jetzt geht es weiter. Oh, Dex hat einen schönen Wagen. Aber auch hier die Skyline vorne sieht ganz cool aus, ne? Also nicht nur sein Skyline. Also ich finde es grafisch echt schick. Und was ich auch natürlich irgendwann demnächst machen möchte, ist mein Auto. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Wagen machen werde, weil der Wagen ist mir nicht so wichtig. Ist halt mein Einstiegsauto. Aber mit meinem nächsten bestimmt möchte ich mir auch mal Mühe nehmen. Mit dem nächsten möchte ich mir aber auf jeden Fall dann mal die Mühe geben und die Zeit nehmen, den aus optischer Sicht wirklich komplett frei aus optischer Sicht zu gestalten. Also wenn es jetzt um die Lackierung und die Decals geht und so weiter. Also dass man da wirklich sagt, komm, das ist wirklich zu 100% mein Werk. Und dann wollen wir mal beweisen, dass wir gar nicht so üble Noobs sind. Bleib an mir dran oder geh selbst in Führung. Ich mochte ja auch die Fast and Furious Filme, solange es sich noch ums Racing gedreht hat. Und deswegen ist die Story hier auch für mich vollkommen in Ordnung und einfach so auch diese Thematik und der ganze Aufbau geht für mich vollkommen klar. So, aber jetzt möchte ich mich mal konzentrieren, denn das geht so nicht. Mach schon, konzentrier dich. Nur Vierter, schade. Also Platz 3 wäre für mich in Ordnung gewesen. Okay, du bist eindeutig ein Racer. Doch um zu gewinnen, musst du etwas mehr geben. Immerhin $6.000. Ich muss wirklich sagen, ich verstehe nicht, warum die so komische Summen genommen haben. Und ich darf die Mission also nochmal wiederholen. Bleib an mir dran oder geh selbst in Führung. Ansätze sind da, aber ich will dich gewinnen sehen.
aller guten Dinge sind drei. Bleib an mir dran oder geh selbst in Führung. Das gibt's doch nicht. Bleib an mir dran oder geh selbst in Führung. Jetzt muss es was werden. Der Start war super. Die erste Runde bin ich schon in Führung. Den Start habe ich versaut. Boah, da werde ich nervös. Shit. Der Sieg ist dir sicher. So, die letzte Runde steht an. Ich führe immer noch. Das muss funktionieren jetzt. Was? Wo kommt der denn her? Okay, ich gebe mich geschlagen. Endlich. Das fand ich jetzt hart, dass man hier echt Erster werden muss. Und dann würde ich euch noch zur zweiten Story-Mission einladen. Und zwar die, die man dann, glaube ich, nachts machen muss. Ich habe auch eine neue Art von Event freigeschaltet inzwischen. Ich glaube, als ich auf Level 10 gekommen bin, das sind so Sprungwettbewerbe quasi oder Sprung-Events. Also an speziellen Punkten sind dann auch Schanzen und man muss versuchen, so weit wie möglich zu springen. Also so ein bisschen ähnlich wie das, was wir eh schon machen durch diese Werbebanner quasi, durch die man durchspringen will. Das wird hart. Weil 140 wird empfohlen. Ich bin also nur 6 Level drüber. Das ist echt wenig. Ich hoffe, du bist bereit. Dir auch hallo. Fahr mir einfach nach. Da sind sie. Boah, richtig Fast and Furious mäßig. Anna Rivera und ihr unfähiger kleiner Sidekick. Denkst du echt, ihr seid den Speed Boys gewachsen? Sidekick. Meine Fresse. Ganz schön abwertend. Ich glaube, den sollten wir mal die Mäuler stopfen, was? Nur der erste Platz zählt. Du kriegst das hin. Oh, Anna hat aber echt vorgelegt jetzt. Und ich muss wieder Erster werden. Finde ich fast ein bisschen schade, weil sonst reicht es ja auch Zweiter, Dritter zu werden. Also, was heißt schade? Ja, fast unnötig hart, ne? Also hätte man nicht alternativ die Story auch erzählen können, indem man sagt, oh, das hat wohl nicht so gut funktioniert. Bist wohl nicht so gut, wie du dachtest, was? Indem man nur Vierter wird oder so. Wir sind am Gipfel. Ab jetzt geht's steil bergab. Pass jetzt gut auf. Komm schon, gib mal Gas. Auch die dreckigen Seiten gehören zu dieser Stadt. Ist Jane genug für euch? Ich glaube, ich darf das Event gleich nochmal wiederholen, wa? Boah, ich werd Letzter. Komm schon, besieg wenigstens mich!
Und das, Kenny, war deine Fahrstunde. Okay, das ist kein tolles Ergebnis für dich, aber egal. Neuer Versuch? Nur der erste Platz zählt. Du kriegst das hin. Entspann dich. Boah, da gehe ich in Führung. Mann. Ich gehe kaputt hier, ey. Wahnsinn. Hey, du sollst hier gewinnen. Ja, dann lass mich doch einfach vorbei. Toll, jetzt werde ich also Zweiter. Wegen ihr. Nacht, Jungs. Verdammt, war das knapp. Wenn du nochmal die Chance hättest, würdest du gewinnen. Nur der erste Platz zählt. Du kriegst das hin. Ich hoffe, dein Motor ist sandgeschützt. Komm schon, Junge. Boah, jetzt habe ich schmutzige Mittel eingesetzt. Aber wenn jetzt nicht einer gleich mit einem Turbo an mir vorbeizieht, hat es endlich gereicht. Mann. Das ist aber auch eine Gurke, die ich hier habe. Schwere Geburt, also eine richtig schwere Geburt. Jetzt kennen Sie deinen Namen. Eine der Kurven hat mich einen Scheinwerfer gekostet. Was hast du erwischt? Weiß nicht, ein Mülleimer oder sowas. Müll ist es jetzt sowieso. Hey, ist das nicht dein... Oh, shit! Nein. Was soll das? Was? Hey, weg von dem Fahrzeug. Ausweis. Na los. Rivera, hä? Ist das Ihr Wagen? Ja. Gibt es ein Problem, Officer? Kommt drauf an. Wir haben eine Menge Meldungen bekommen, dass ein Fahrzeug wie dieses in illegale Aktivitäten verwickelt sein soll. Augen nach vorn. Was bedeutet? Ich habe das Recht, es zu beschlagnahmen. Wo waren Sie letzte Nacht? Wir waren hier. Was ein Penner. Sie, Ausweis. Vollpfosten, netter Name. Haben Sie ein Auto? Ja, Sir. Ja, Officer! Wo ist es? Da drüben. Nice. Vielleicht habe ich das Falsche beschlagnahmt. Sir, wo bist du gerade? Auf dem Weg. Schlüssel. Warum das denn? Schlüssel. Wollen Sie es wieder? Sag nichts. Bring mich nach Hause. Ja, der hat gesessen, ne? Das war ein Schlag in die Magengrube. Also... Alles okay? Du musst das verstehen. In meinem Auto habe ich die Macht. Ich habe die Kontrolle. Jemand will was von mir? Klar, der soll nur kommen. Wenn's aber heißt, steigen Sie aus dem Wagen, Ma'am, haben die Macht. Und ich habe nichts.
Nun aber, wir haben die Mission zum Glück geschafft und haben ein wenig Geld verdient. Gar nicht mal so wenig. Und ein kleines bisschen Rep. Nein? Ja? Null. Das ist übel. Wir haben keine Reputation gut gemacht. Schade. Und was ich gerne zeigen möchte, was ich dazu gekauft habe schon beim letzten Mal oder kurz bevor ich die letzte Aufnahme gestartet habe, ich weiß es gar nicht mehr genau. Man kann ja hier rechts auch Hilfs-Items, und zwar ein passives und ein aktives, dazu kaufen. Und das passive habe ich mir gegönnt, das ist nämlich ein Radarstörfeld, also irgendwas, was den Polizeiradar stören sollte, damit ich schwerer zu finden bin. Das werden wir bei Gelegenheit mal testen. Ich glaube, das kann durchaus dazu führen, wenn man einmal aus dem Sichtfeld der Polizei verschwindet, ist es einfacher zu entkommen. Finde ich ganz geil. Vielleicht gucken wir dann mal gemeinsam beim Autohändler nach. Und hier sehen wir eben die Karren, die jetzt zur Verfügung stehen. Zum Beispiel so ein schöner 370Z. Der sieht ganz fresh aus. Hat jetzt schon eine Stärke quasi oben, so eine durchschnittliche Stärke oder ein Score, wie auch immer man das nennen möchte, von 159. Wäre also vom Wert her jetzt schon besser als mein aktueller Wagen. Und da habe ich noch keinen Cent in Tuning reingesteckt. Und der sieht halt schon ganz cool aus. Den kann man auch geil tunen. Und sehr cool auch der Mercedes AMG. Richtig schick. Geile Karre. Auf die hätte ich richtig Bock, muss ich sagen. Und ich bin halt auch nicht sicher, ob man jetzt schon was investieren soll, um jetzt schon ein neues Auto zu kaufen. Weil, ich sage euch ganz ehrlich, worauf ich besonders Bock habe. Und zwar auf diesen Pontiac Firebird. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich habe den noch nie in einem Spiel besessen. Und der ist noch echt lahm. Ich weiß halt nicht, wie teuer der ausfallen wird. Aber ich schalte den ja fast in der nächsten halben Stunde frei. Also da fehlt ja nicht viel. Eine Stufe. Ich werde dann in der nächsten Folge ein, zwei Rennen noch absolvieren, um dann hoffentlich das eine Level in der Reputation noch aufzusteigen. Und dann werde ich mich entschließen, ein neues Auto zu kaufen. Und welches das sein wird, werden wir dann beim nächsten Mal herausfinden.